Bernd. Ihr seid etwas unsicher. Okay, ich gehe mal meine Liste hier durch. Lines of Code, genau. Das, Abkürzung, einfach auf Abkürzung verzichten. Trappt ihr keine Falle mit Longitude, Latitude oder was der Geld was muss ich nicht, aber in dem Kontext, ja, ist der Kontext abhängig, die Abkürzung, und würde ich auch vermeiden. Ja, von der Performance her, ich glaube, das ist schon alles gesagt worden, ich glaube, das Feedback vom Publikum habt ihr sicher mit den Punkten. Also für die schlechte Vorbereitung am Anfang, dass ihr so einen geilen Abschluss hattet, gut ab. Gutes Refactoring, auch schön ausgearbeitet dargestellt, Tenor Operator hin zu der FL-Struktur, das gefiel mir sehr gut, auch dass er einen Shortcut benutzt hat. Was ich dann wieder nicht gut fand, war die Äußerung für die Leute, die Shortcut mögen. Punkt, Punkt, Punkt. Also, ja. Versteckt eure Maus, lernt die Shortcuts, dann werdet ihr so schnell mit der IDE, mit welcher auch nur. Ja, also von daher, Shortcuts eigentlich ganz gut, das sind Abzüge. Ihr habt, ich weiß nicht, ob das jetzt der Performance geschuldet war oder so, aber ihr habt relativ am Anfang, wart ihr uneinig bezüglich eines, ja, wie ihr, ob ihr was rauszieht, wie ihr was benennt oder so, irgendwas bei der Assertion, weiß ich nicht genau. Ja, ich glaube beim ersten und zweiten Test oder so. Und der hatte Fakt gesagt, nun lass mich doch. So, und dann hat Jan ihn gelassen. So, und das, da hätte ich gerne gesehen, dass ihr euch da irgendwie austauscht, dahingehend, dass es nicht einfach nur ist, nun lass mich doch. Ja? Also, ja, cool. Dann war, was ich sehr gut fand, positiv bewertet habe, war der Ausdruck und auch die Aktion dahinter, löscht doch mal und lasst die Tests laufen. Super, klasse. Wenn man sich nicht sicher ist, ob man da toten Code hat, dann einfach mal raus damit, gucken, laufen lassen, klappt noch alles, wenn noch alles klappt, war es offensichtlich Code, den wir nicht mehr brauchen. War super, klasse. Mit den Testfällen, ihr habt da immer Public Void, Count, LOC und so weiter, Flows, Exception, keine Ahnung, warum euch so viel Aufwand macht. Also ein Semikolon hätte völlig gereicht, oder? Also, ich, ja, würde reichen, um zu sagen, das ist eine Zeile Code, oder? Und nicht, das ist dann halt, das wäre der Gutfall gewesen. So. Von daher bin ich so noch unleserlich, aber ich bin halt immer, ich muss mich fragen, warum jetzt Flows Exception und überall und so weiter, ja? So. Abgesehen von der ganzen Redundanz, das ist dann gleich das Nächste. Ja, steht überall dieser String, auch wenn ihr das dann versucht habt noch zu kaschieren irgendwo. Ich glaube, dass ihr die Namen noch geändert habt, aber ansonsten ist die Struktur dieselbe. Und ihr habt zum Beispiel überall auch den Line-Counter drin. Ja, also das sofort ab in die Fixture. Ja, und das war's auch alles schon. Was mir sehr gut gefallen hat, war das Pair-Programming. Ihr habt toll zusammengearbeitet, außer dieses Ausdiskutieren, aber generell war vom Gesamteindruck fand ich es besser als das Team davor. Und ja, da ich da schon so hoch eingestiegen bin mit 5, sehe ich jetzt gerade, gebe ich mal so eine 6. So, dann machen wir das einfacher mit der Abstimmung. Gestern habt ihr Punkte vergeben als Publikum, heute könnt ihr wählen für die beiden Teams. Ich werde die Hand heben und für das eine oder für das andere Team und ihr auch. Und die Jury, mal gucken, entweder ist es eindeutig oder wir müssen das mit Zählen machen. Nur einmal wählen, also nur für ein Team stimmen, in euch gehen, sammeln. Okay, wer glaubt, dass Jan? Nicht schon zweimal. Zählt ihr? Ja. Das so ein selbstorganisiertes Zählen. Da gehen wir hin und runter, das ist doof. Okay, ungefähr 50. Gut. Wer ist der Meinung, dass Franziska und Stefan ohne verdient haben? Hätten wir uns das hier noch sparen können. Tja, ihr wart alle sehr gut.